Ja, eine wertegeleitete Lehre ist natürlich sehr wichtig für eine Universität. Also gerade bei uns in der Informatik nenne ich mal ein Beispiel die Nachhaltigkeit. Unsere Studierenden werden ja, wenn sie ihre Abschlüsse haben, in große Unternehmen gehen, in globale Unternehmen. Und da spielt die forschungsorientierte Lehre bei uns hoffentlich eine wichtige Rolle und liefert den Grundstein, dass die Studierenden dann neue Lösungen entwickeln können, neue Methoden anwenden können. Denken Sie zum Beispiel an die Energiewende. Die ist ohne Informatikkenntnisse und neue Ideen nicht denkbar. Das passiert vor allem über die Gremien und über die Arbeitsgruppen. Gestern zum Beispiel in unserer Studienkommissionssitzung Informatik haben die Studierenden angefangen, über Flexibilisierung von Modulen zu diskutieren. Und es wurde ganz lebhaft, ging dann bis zu den Finanzierungsfragen der Hochschulfinanzierung. Und solche Diskussionen in Gremien sind ganz wertvoll, ja, weil die, also ich hoffe, dass daraus so ein Schneeballsystem entsteht, das dann auch in die einzelnen Arbeitsgruppen reinstrahlt, sodass die Themen dort immer wieder präsent sind. Ja, das ist eine gute Frage, denn es nützt ja nichts, wenn das Leitbild nur im Internet publiziert wird. Ich denke, der erste Schritt ist die Beteiligung bei der Erarbeitung des Leitbilds. Unsere Vizepräsidentin hat einen Zukunftsdialog Lehre gestartet und dort hat sie zum Beispiel eine Internetbefragung freigeschaltet. Das halte ich für eine sehr gute Idee und habe das gerne weitergegeben. Dann der nächste Schritt sind konkrete Maßnahmen und Projekte, wo das Leitbild wieder in Erinnerung gerufen wird am Fachbereich. Bei uns beispielsweise im Bereich Internationalisierung. Wir planen gerade einen bilingualen Masterstudiengang Informatik auszuarbeiten und haben dafür auch einen Koordinator International Affairs neu eingestellt. Wir haben vielfältige Möglichkeiten, das zu gestalten und das nutzen wir auch.